Ja, ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran mit dem Gamescom-Video, aber ich war noch im Urlaub und da musste ich heiße, dampfende Versicherungskacke regeln und dann hat mich eine radioaktive Spinne gebissen und ich wurde zum Superhelden und na Moment, das habe ich bloß im Fernsehen gesehen, ist ja auch scheißegal, denn ich wollte euch auf jeden Fall noch ein paar Ausschnitte von und ein paar Gedanken zur Gamescom mit auf den Weg ömmeln. Wie ihr wahrscheinlich schon wisst, war ich in diesem Jahr zum ersten Mal als YouTuber da. Oh, mega Rhyme, Heider. Dann habe ich mir mit ein paar lieben Kollegen eine sehr, sehr coole Airbnb-Hütte in der Nähe von Gölle gemietet und bin dann immer zwischen Hütte und Gamescom rumgehüpft wie ein kleiner ADHS-Gummiball. So, guten Morgen, es ist Dienstag. Wir fahren gerade zu Gamescom und gehen dann zu Microsoft und dann noch zu Evolve, zu meinem Merch-Stand. Da freue ich mich sehr, die Leute mal kennenzulernen. Bin ein bisschen müde, deswegen lasse ich mich heute fahren. Ich habe gestern schon 5 Stunden gefahren und deswegen bin ich geschlaucht. Und ich darf das. Darf ich das, Fahrer? Du bist keine 5 Stunden gefahren, du Lügner. Natürlich. Doch. Du bist keine 5 Stunden gefahren. Ich bin 5 Stunden gefahren und du 1,5. Wir haben 6,5 Stunden gebraucht. Pah. Ja, und wie erkennt man einen Lügner, indem man drauf hört, wie oft der Paar sagt? An den kurzen Beinen. Pah. So, jetzt sind wir da. Wir müssen zu Halle 8. Wir sind etwas zu spät, tut mir leid, Microsoft. Dieser Mann ist schuld. Kennt ihr den noch? It's guy love, don't compromise. Das ist Roma. Er ist natürlich nicht schuld. Der ist super. Wie geht's dir denn so? Bei mir geht's eigentlich fantastisch. Das Wetter ist zwar ätzend, aber es ist auch schön. Ja, man darf sich eigentlich beschweren, gell? Das hört sich so an, als wenn wir gerade so... Aber es ist so. Es klebt auch alles so ganz eklig. Das ist aber okay, weil das ist... Das war aber, ich war vorher auf dem Bokake-Stand. Ganz seltsam. Und natürlich musste mir dieser Typ wieder auflauern. Ah ja, da kommt er schon. Was? Da sieht er eine Kamera. Der war vorher noch gar nicht da. Letzter da, hat die Kamera gedrochen. Hier ist noch näher. Jetzt küsst die Kamera. Nein. Und das war übrigens Klängern. Vor allem aber habe ich euch endlich getroffen oder teilweise sogar auch wieder getroffen. Und was soll ich sagen, es war der Hammer. Und weil es auf der Autobahn einen kleinen Unfall gab oder einen relativ großen, bin ich zur ersten Autogrammstunde auch gleich mal eine Stunde zu spät gekommen und so musste die auch um 1 Stunde verlängert werden. Aber von euch gab es da kein Mi-Mi-Mi und Wäh-Wäh-Wäh, sondern einfach nur Verständnis und liebe Worte. Und dafür erstmal ein dickes, dickes, dickes Dankeschön und gleich noch ein weiteres dickes Dankeschön für all eure Geduld, denn selbst beim fast 4-stündigen Meet-and-Greet-Marathon wurde die Zeit zu knapp und auch wenn ich mir da öfters gewünscht hätte, einfach mehr Zeit für jeden Einzelnen zu haben, war ich trotzdem einfach mal froh, dass wir uns alle einfach mal sehen konnten. Den Donnerstag der Gamescom-Woche habe ich mir übrigens einfach freigehalten, um mir Kölle genauer anzusehen. Und dann ist mir da was dazwischen gekommen, aber das soll euch Vergangenheitsfloh selbst erklären. Ein bisschen Abendessen, ganz normal hier in der Hütte und 3 Bier. Sollte alles überhaupt nichts ausmachen. Ich war also quasi nicht besoffen. Ich war hier komplett heimisch, ganz normal unterwegs. Ja, und dann bin ich aufgewacht um 5 Uhr morgens. Und hab mir gedacht, so, irgendwie ist mir ganz komisch und schlecht und so brennen habe ich auch. Und irgendwie rumort ein bisschen mein Magen und der Darm. Und dann bin ich aufs Klo, der flotte Otto, ne? Und dann so nach ein paar Minuten so, scheiße, ich glaube, ich muss kotzen. Und Gott sei Dank ist die Badewanne sehr nah an der Toilette gelegen. Und dann bin ich so nach drüben, so mit einer Arschbacke, um im Gesicht über die Badewanne. Und hab die Badewanne gut gefüllt mit allem, was mein Magen so hergab und das war sehr viel. Und dann war ich beinahe die Badewanne verstopft. Das war fantastisch. Dann habe ich ungefähr die nächsten 40 Minuten damit verbracht, mit einer mit einer Scheißhauspapierhand abzuschöpfen. Das war meine Nacht. Und das ist heute mein freier Tag. Ich bin ein bisschen wackelig. Aber nee, ansonsten ist alles super. Ja, und weil der Vergangenheitsflo quasi schon in der Hütte steht, dann zeigt er euch jetzt noch die Hütte und alles, was noch sonst da drin passiert ist. Es sind Fenster, ne? Wer hat sogar schon? Ja, eine Treppe. Das ist neu. Mit der Kunterbund quasi. Und dann aber unten einen total coolen Herd. Und da die Eingangstür. Fantastisch. Und da ist der Garten. So ein Garten hat alles. Auch Unterwäsche. Alter, halt die Schnauze. Hier liegen überall Sachen zum Fressen und keine Ahnung, und da läuft Musik. Kann mal jemand die Musik ausmachen, Lizenz und so? Guck mal, ein Roma auf dem Bett, du. Was war das jetzt? Was die wenigsten wissen, die Wohnung ist ja von einem Poltergeist beseelt. Der wurde damals durch Topflappen niedergeprügelt und verstarb dann an seinen Verletzungen. Jetzt fordert der Poltergeist seinen Topflappen wieder. Scheiße daneben. Ich finde halt, das Fantastische ist, man kann sich in der Dusche, man muss sich, wenn man duschen möchte, weil es eine Badewanne ist, muss man sich hinsetzen. Oh, die muss ich euch zeigen. Höchst erotisch aus, das muss man zugeben. Weil der Roma hockt dann immer so breitbeinig da und in der Mitte dieses Strahlen, wenn man reinkommt, ist er dann immer voller Seife und reicht einem dann noch die Seife und sagt, mach mal weiter, heiter. Übrigens sind die Poltergeister im Hintergrund sehr laut. Das weiß ich tatsächlich. Ich hau's
Das weiß ich tatsächlich, sagt einer der Poltergeister. Guckt euch das mal an. Da, eine Kerzensammlung, wie sie sich gewaschen hat, wie sie im Buche steht. Wir werden nachher noch Kerzen essen, dann ein Weinglas und irgendwas, weiß ich nicht. Was ist das nochmal? Roma! Irgendwas Griechisches. Da ist Käse drin, das weiß ich und das ist mir wichtig. Griechische Käse-Dings. Ja. So, was ist denn das, liebe Poltergeist-Hand? Es hat keinen Namen, aber ich würde es mediterranes Geschnitzeltes taufen. Mit frischen Kräutern und Zeug und oh, und der Rosmarin ist vom Stängel gefallen. Oh nein. Wenn der Rosmarin vom Stängel fällt, dann ist Polen auf dem Weg. Ganz wichtig! Das Bad. Der Ort, an dem sich Roma die Ömme einnudelt. Wenn man dann morgens reinkommt, einfach nur kacken will. Und der Roma hockt da breitbeinig und sagt nur: Hey, Buddy. Hey, Buddy. Aber es hilft nichts. Roma muss eingeölt werden. It's me, Mario. It's me, Tomaten-Markio. Und dann hat jemand schon mal so ein Vlog getanzt, Roma, weißt du das? Danach Microsoft und dann Bethesda-Party. Ich habe das Licht wach getanzt. Hier passiert gerade was. Und zwar hocken wir gerade alle zusammen und spielen Wer bin ich? Ja? So, und Roma hier spielt jetzt mittlerweile Runde 87 und weiß immer noch nicht, wer er ist. Es kann mal passieren, dass man ein bisschen auf dem Schlauch steht. Roma, dreh dich mal um. Okay. Bitte, wirklich? Aha. So, was er weiß, ist weiblich, blond. Wir haben jetzt weitere Tipps gegeben, wie zum Beispiel, er war in den 80ern total groß. Es gab quasi in den Kinderzimmern von Jungs die eine Figur und jedes Mädel hat im Kinderzimmer diese Figur. Roma hat mittlerweile 60 Mal gefragt, ob er fiktional ist oder ein Mensch. Er weiß mittlerweile, dass sie weiblich ist, nachdem er das auch nochmal 60 Mal gefragt hat. Bin ich ein Pornostar? Und auf der anderen Seite haben wir hier Spezialisten ja. Nummer 2. Den lieben Sebastian, der ist nämlich der hier. Er ist immer noch verzweifelt darüber, dass er kein Mensch ist, aber auch kein Tier. Und mittlerweile hat er festgestellt, er ist kein Roboter. Den steigt die Aggression zu kommen. Ja. Ich glaube, ich war in meinem Leben noch nicht so wütend. Stell deine verdammte Frage. Lebe ich im Weltraum? Ich bin ja kein Pornostar, das wollte ich mir nochmal festlegen. Dann weiß, dass Mädchen in den 80ern immer Puppen von Pornostars in ihrem Zimmer hatten. Ich bin fucking Barbie. Ja, ich war halt mit den Gedanken als total woanders. Du bist blond und du hast gefragt, ob du ein Pinguin bist. Und es wurde noch nicht bei gesoffen oder sonst was. Ich glaube, wie viel hattest du? Ein Glas Wein? Eine Flasche. Oh. Trage ich eine Mütze? Ja. Also die Kinder kennen mich. Ja. Ich bin eine gezeichnete Figur. Ja, immer noch. Ich bin ein Schlumpf. Ja. Ich weiß nicht, wie der heißt. Bin ich Opa-Schlumpf? Opa-Schlumpf? Nein. Nein, bin ich Papa-Schlumpf. Ja, Schlumpf. Ja, und zocken habe ich auch mit euch dürfen. Und zwar auf der Microsoft-Bühne, nämlich Forza 7 und Cuphead. Und das war richtig Knorke, wie wir Urbayern sagen. Und auch wenn ich massiv versagt habe, das lag bestimmt nur daran, weil es mir doch den Magen und den Darm so dermaßen auseinandergerammt hat. Und ist jetzt auch wurscht. Denn wenn ich nicht gerade mit euch auf der Gamescom oder auf dem Scheißhaus oder beim Wer bin ich spielen war, dann war ich auf Publisher-Events. Und besonders geil fand ich da die Location der Bethesda-Party. Okay, es ist gar nicht so spannend wie gedacht. Aber ich dachte mir vorhin, wir sind so im 8. Stockwerk. Aber sind wir nicht. Wir sind im höheren Stockwerk. Ich kann ja nicht mehr als bis 20 zählen, deswegen weiß ich nicht, was diese Zahl bedeutet. Und man konnte sogar ganz nach oben aufs Dach. Kann man machen. Ich habe eigentlich Höhenangst, aber in dem Fall ist alles egal. Ja. So, was ist im Weg? Blonde Fremde. Ja, Höhe ist jetzt nicht so meins, gell? Aber ich konnte The Evil Within 2 und Wolfenstein 2 und Quake Champions anzocken. Und wer mich ein bisschen kennt, der weiß, dass ich mich wie ein kleines bayerisches Kindergartenbübchen auf Evil Within 2 und Wolfenstein 2 freue.
Was ist also mein Fazit zur Gamescom 2017? Naja, also es war stressig und es war hektisch und mein Magen-Darm-Trakt hat Party gefeiert, als wäre es 1999, aber das war es doppelt und dreifach wert. Denn es war vor allem eine richtig coole und geile und tolle und fantastische Woche. Und die Stimmung meiner lieben Kollegen und vor allem die Tatsache, dass ich euch endlich mal treffen konnte, das war halt alles einfach nur der Hammer. Und ich kann ganz ehrlich sagen, dass ich mich jetzt schon tierisch aufs nächste Jahr freue. Was mich jetzt noch interessieren würde, wie hat euch denn die Gamescom in diesem Jahr gefallen? Schreibt es mir direkt nein in die Kommentare, so richtig nein da unten, und das war's eigentlich schon. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns diese Woche wieder in der nächsten Geheidert-Folge und bis dahin verbleibe ich nochmal mit einem dicken, dicken Dankeschön an euch und einem Heider-Out!